Wens, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Showcase-Video in Pokémon Masters. Wow, wer hätte es gedacht? Ein weiteres. Ja, aber ich habe ja gesagt, es kommen noch einige. Ich will einfach so viele Units testen und ich meine, wenn ich sie privat teste, warum dann nicht einfach in einem Video? Vielleicht kann ich den einen oder anderen helfen oder jemand wie ich, der inaktiv war oder jemand, der wiederkommt oder bla bla bla, weil ein paar Units waren damals echt richtig mies. Und sind mittlerweile echt gut. Also, hätte ich nicht gedacht. Gut, heute geht es auf jeden Fall um Miley Cyrus und Palkia. Wir haben einen Raumschlag-Crit-Build tatsächlich. Einfach Raw-Damage und je mehr Crit wir haben, desto mehr Schaden machen wir. Und Sync-Move-Schaden, bla 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 und was weiß ich nicht alles. Als Glücksfähigkeit habe ich nur Leistenstärke 3, nur in Anführungszeichen. Ich meine, Crit 2 ist natürlich besser, aber besser als nichts. Dann haben wir hier noch von der Passive aus Volltreffer Stärke 9, alles klar, überhaupt nicht broken. Und dann natürlich Raumschlag hat eine hohe Volltrefferquote. Des Weiteren gibt es nichts zu sagen, er bufft sich selbst, Initiative Spezialangriff, aber kriegt 25% Schaden. Aber wir haben Xerneas im Team. Das ist so ein OP Support Pokémon. Holy shit, ich brauche gar nichts sagen. Wir gehen einfach rein. Xerneas ist einfach anders. Ist einfach anders. Es ist einfach wirklich mein Favorite Support Pokémon im gesamten Spiel geworden. Bei weitem. Bei weitem. Das ist crazy. So. Wir gehen rein. Wir machen einfach mal eine Aquawelle, Zauberschein, buffen uns Crit. Und machen Speed wieder auf 3. Und machen einmal die Passive, die unnötig war zu klicken, aber trotzdem machen wir es einfach. Bumm. So, dann kommt der Sync-Move und dann kommt der allererste Raumschlag und dann kommt ein weiterer Crit-Buff. Nice. So. Und rein da. Mondgewalt auf Dragoran, um seinen Spezialangriff zu sinken. 4-2, der allererste Raumschlag. Bin ich mehr als zufrieden mit. Finsterfaust. Spezialangriff gesunken. Nice, weil Dragoran Sync-Move ist natürlich speziell, ne? So, 4300, zweiter Raumschlag. Not bad. Tanken tun wir okayisch. Besser als Rayquaza, definitiv. So, dann kommt noch eine Mondgewalt. Dann machen wir noch ein Holzgeweih, zack. Okay, und jetzt kommt der allererste Sync-Move. In der Barriere, der vielleicht nicht. Ja, das ist nicht so cool. Ich stalle. Ich stalle einfach. Würde ich sagen. Normalerweise würde Crit, ich glaube, Crit ignoriert Barrieren in dem Game tatsächlich. Frag mich warum, ich weiß es nicht. Ich weiß aber nicht, ob es diese Barriere auch ignoriert, deswegen warte ich eben. So, Barriere ist weg. Wir machen einen Sync-Move. Einmal nochmal Holzgeweih, ich möchte nicht sterben, danke. So, jetzt. Sync-Move kommt. Nice, danke. So, wie viel Schaden macht das jetzt? 9600. Alles klar. Okay. 5200. Alles klar. Miley Cyrus ist heftig. Okay, habe ich nicht mit gerechnet. Überhaupt nicht. Ich dachte, es wäre jetzt wieder so ein, sag ich mal, ein Side-Legendary, was halt released wurde und dann, yeah, wisst ihr, was ich meine? Damn, okay. Alles klar. Okay, und der allerletzte Sync-Move macht wie viel Schaden? Hm? Okay. Sure, buddy. Sure. Okay. Alles klar. Okay. Gut. Ich bin ein bisschen schockiert gerade. Der Schaden, der ist brutal. Okay, Miley Cyrus ist heftig. Ich bräuchte jetzt nur noch eine Stage, wo Wasser effektiv wäre. Dann würde ich nämlich ein Hydropumpen-Bild testen. Ob der sogar mehr Schaden macht, weil Hydropumpe macht von Haus aus mehr Damage. Da bin ich echt gespannt, aber holy shit. Das ist not bad.
Das ist not bad. Ich gehe mal eben nochmal rein. Ich gehe nochmal rein, um einfach zu gucken, wie viel Schaden machen wir mit unserem Sync-Move, wenn wir nicht voll gebufft sind. Beziehungsweise, lass mal rausgehen. Ich habe eine bessere Idee. Okay, so, das ist die bessere Idee. Team sieht so aus. Svenja bufft halt Spezialverteidigung, dadurch überleben wir den Sync-Move. Hopefully. Sie bufft Spezialangriff und Angriff. Dann sollten wir Gucci sein, eigentlich. So, Aquawelle, Angriff buffen. Er greift natürlich als allererstes an, was ein kleines bisschen sad ist. Ist aber okay, hoffentlich. Tanken wir das? Ja, das tanken wir gut. Perfekt, nice. Okay, dann kommt noch ein Crit. Aquawelle ist da. Zack, zack, zack. Ich buff mich noch hier einmal mit. Dann sind wir, glaube ich, full Spezialangriff. Und dann machen wir, genau, unseren Sync-Move. Wie viel Schaden macht das jetzt? Einfach raw. Ohne vorher einen Sync-Move gemacht zu haben. Holy shit. Das ist echt strong. Ich habe mit dem Schaden null gerechnet. 4300. Holy shit. Ja gut, okay, ich brauch gar nicht weitermachen. Danach kommt er den Schaden, den wir auch schon gesehen haben. Wow. Wow. Okay. Das ist crazy. Holy shit. Miley Cyrus haut richtig rein. Oh mein Gott, das Teil kann ich ja nur empfehlen. Holy shit, das kann ich ja wirklich nur empfehlen. God damn. Okay, krass. Krass. Okay, gut. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll an dieser Stelle. Ich würde sagen, ich beende einfach das Video. Miley Cyrus ist echt gut, Mann. Ist echt gut. Holy shit. Aber ja. Gut, Freunde, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Das Support ist kein Mord. Abonniere nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.